mal, du bist auch kein tattriger alter Opa, der zu alt ist für eine zweite Amtszeit. No, never, never, never. So, das musst du jetzt so passen. Okay, I love sports. Jetzt ab vor die Weltpresse. Yes, I do. Machst ein paar Tricks, zeigst ihnen, dass du im Saft stehst. Hep, hep. President Joe Biden is doing okay this morning after falling off his bike. That hurt. I mean, that came down pretty hard. Recreating that special moment has now become the latest internet trend. Leute, was ist das für eine Stimmung hier? Was ist das für ein Backstage-Bereich? Wer hat Bock auf eine Runde Topf schlagen? Komm, Hafti, du. Ja, wenn es sein muss, dann machen wir das. Soll ich dir erstmal die Augen verbinden? Okay, jetzt pass auf. Erstmal muss ich dich schwindelig drehen, ne? Den Topf, den findest du nie. Haftbefehl muss auf die Bühne. Oh, Scheiße. Moment, das. Oh, Scheiße. Halt ihn mal. Fest. So, Jens, du willst dir hier meine Kettensäge ausleihen, ne? Ja. Um damit deinen Rasen zu mähen. Ja. Du wirkst auch nicht aufgebracht, aber nicht unzurechnungsfähig. Also, ich meine, du bist mal ausgeflippt bei einem UEFA-Cup-Spiel, hast da hinter die Bande gepisst, hast Dennis Aogo rassistisch beleidigt. Dennoch machst du auf mich einen durch und durch seriösen Eindruck. Ich bin schon aufgebracht. Ja, ruhig dich mal. Das ist eine Dose Energy, kommst auf andere Gedanken. Und natürlich leichte meine Kettensäge. Jens Lehmann soll die Garage seines Nachbarn mit einer Kettensäge demoliert haben. Der Grund? Sie versperrt offenbar seinen Blick auf den Starnberger See. Das geht doch nicht. Herr Lehmann ist ziemlich unbeliebt. Es könnte eine psychiatrische Prüfung geben, weil Lehmann schon häufiger ausgeflippt ist. Du musst ein bisschen menschlicher wirken. Ganz Deutschland denkt, du bist ein unsympathisches Arschloch. Niemand mag dich. Du hast 6 Wochen für diesen Tanz trainiert. Komm, ich zeig's dir noch mal. So, die Arme so. Die Arme so, ja. Und die Schnute nicht vergessen. Da, komm hier, ich film dich mal. Sehr gut. Friedrich, Schnute. So, und jetzt Skifahren. Na, siehst du, klappt auch. Super cool. Hast du Friedrich Merz gesehen auf dem CDU-Sommerfest? Er tanzt mit Mischung aus C3PO und Stromberg. Also auch ganz viel Stromberg mit drin. Also das ist wirklich so die getanzte Energiekrise. Also das muss richtig tief. Ja, wie tief denn? Ja, richtig tief. Wie viele Meter denn? Aber ich hole mir doch jetzt keinen Poolbauer aus Deutschland, damit er mir hier Löcher im Bauch fragt. Doch, soll im Boden. Ja, aber wie tief genau sollen wir denn graben? Ja, grab doch erstmal hier. Bis ich Stopp sag. Gut. Machst du Umlauf? Ja. Schön, dass Sie anrufen. Ja, sicher kann ich das. In Chile hat sich ein Loch im Boden aufgetan. Die mysteriöse Grube hat einen Durchmesser von etwa 25 Metern und soll beinahe 200 Meter tief sein. What amazes me is that it's a perfect circle pretty much. Yeah, you usually don't see that. That's so interesting. Aktuell versucht man herauszufinden, was zur Entstehung des Lochs geführt hat. Room Service. Moin, erstmal herzlich willkommen auf Mallorca. Ich wollte nur kurz eure Minibar auffüllen, die ist ja bestimmt schon leer. Nee, wir sind gerade erst angekommen. Mann, ihr seid jung. Ihr wollt kegeln. Trinken, ihr müsst rauchen und sowas. Ihr geht jetzt mal auf den Balkon und habt ihr so richtig Fun. Hier, ich habe auch noch eine Schachtel Zigaretten für euch. Haben Sie vielleicht noch einen Aschenbecher? Nee, du müsst ihr so schnipsen. So. Einfach so runterschnipsen. So. Dann geht die Zigarette im Flug praktisch vom Gegenwind aus und nichts passiert. Ihr werdet hier eine super geile Zeit haben. Das schwöre ich euch. 13 deutsche Kegelfreunde sind jetzt im Knast. Die jungen Männer aus Münster werden beschuldigt, ein Restaurant in Arenal in Brand gesetzt zu haben. Augenzeugen berichten von Zigarettenkippen, die von dort auf dem Bambusdach gelandet seien und so den Brand ausgelöst haben sollen. Entschuldigung, ich habe hier gerade ein bisschen Mäuschen gespielt. Kann das sein, dass euch gerade kein Lied einfällt? Ich habe mal eins geschrieben. Meine Katze.
Also wenn ihr wollt, singe ich euch das mal vor. Es geht so. Ich habe ein Haus und meine Hauskatze heißt Laila. Die ist süßer, weicher, kleiner. La, Laila. Ey, müssen wir mal versprechen, ihr dürft da nicht so einen perversen Malle-Hit draus machen. Okay? Cool. Nummer 1 der deutschen Charts. Das ist unser Sommerhit. Mega Stimmungshit, aber verboten. Zu sexistisch findet die Stadt Würzburg. Soll man solche Lieder verbieten? Die dominierende Stimmung scheint jetzt erst recht. So, Frau Schlesinger, hier hängen wir mal so ein paar Blumen an die Wand. Die hängen da so runter, das macht richtig was her. Das wirkt auch repräsentativ. 7.500. Hier kommen ein paar Couchen hin, die kriegen wir schon für 20. Ist das nicht ein bisschen teuer? Ja, nur weil man Journalist ist, muss man ja nicht schlecht leben. Wenn hier beim RBB arbeitet, muss man ja nicht leben wie eine Kirchenmaus. Oder das ist der 13. Stock, Sie sind on the top. Aber wir sind doch öffentlich-rechtlich. Wir machen uns jetzt hier erstmal eine schöne Flasche Sancerre auf. Das ist ja schließlich ein Arbeitsessen hier. Und dann reden wir noch über das Parkett aus Italien. Das muss nämlich geölt sein, sonst ist das nichts. Der neue Boden im Büro von Patricia Schlesinger, knapp 17.000 Euro. Eine mit Pflanzen begrünte Wand, 7.500 Euro. Mehrere Sofas, 22.000 Euro. Patricia Schlesinger. Ich habe gesagt, lass uns den RBB rocken, lass uns da noch mal was Neues beginnen. Patricia Schlesinger ist gefeuert, fristlos. Von dieser Krise wird sich der RBB wohl nicht so schnell erholen. Wegen Vorwürfen um Vetternwirtschaft, Verschwendung und Vorteilsnahme gibt es täglich neue Enthüllungen. Wirklich eine furchtbare Stimmung, die wir heute alle in diesem Haus erleben. Es ist ein ganz düsterer Tag für den RBB. Und glauben Sie mir, ich bin betroffen und entsetzt gleichermaßen.